Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Aufgabe 1 von der Klausur Wintersemester 2021 an. Für den dargestellten Stahlbetonunterzug ist der Nachweis der Rissbreitenbeschränkung im Feld infolge der angegebenen Belastung zu führen. Als Eingangswerte nehmen wir Alpha gleich 6, Beta gleich 5 und Gamma gleich 9. Wir haben also C20-25, Spannweite ist 7 Meter. Belastung GK, QK 15 und 12 kN pro Meter. Also hier gleich 12, gleich 15. B-Effektiv 2,50 Meter und BW 30 cm. 2,5 gleich 30. Höhe Platte 20, Höhe Unterzug 35. 20. 35. Dann haben wir eine statische Höhe von 50 cm und die Bewehrung 5 Durchmesser 16 gegeben. Weitere Vorgaben haben wir noch hier: Zementfestigkeitslast 42,5 N, B500, XC1 und hier die Kombinationsbeiwerte für QK. Folgende Punkte sollen wir bearbeiten. Als erstes Ermittlung des Bemessungsmomentes. Also fangen wir an. Bemessungsmoment. Wir haben hier einen Einfeldträger, also einfach Q mal L Quadrat Achtel, einmal 15 mal 7 Quadrat Achtel und einmal 12 mal 7 Quadrat Achtel. Also Bemessungsmoment MGK 15 mal 7 Quadrat durch 8, kommen wir auf 91,875 kN Meter und MQK 12 mal 7 Quadrat durch 8, 73,5 kN Meter. Ja, dann seltene Einwirkungskombination MED Wear. Einfach die Summe aus beiden, also 91,875 plus 73,5, kommen wir auf 165,375 kN Meter. Dann quasi ständige Situation, MED per. Ständige Last nehmen wir voll mit, veränderliche mit Psi 2. Laut Aufgabenstellung Psi 2 0,3, also plus 0,3 mal 73,5 haben wir einen Wert von 113,925 kN Meter. Okay, dann Aufgabenteil 2, Überprüfung des Bauteilzustandes unter der seltenen Einwirkungskombination. Hier müssen wir das Widerstandsmoment des Querschnitts bestimmen. Dafür brauchen wir als erstes den Schwerpunkt. Ich habe jetzt den Schwerpunkt zum unteren Querschnittsrand bestimmt. Also Z geht von hier unten los. Bauteilzustand. ZU. Wir haben hier 2,50 m mal die 20 cm. Abstand, Teilschwerpunkt zur Unterkante sind hier 35 plus 20 halbe, also 45. 45 ist der Abstand hier. Dann also 250. Mal 20 mal 45. Unten im Nenner kommt nur die Fläche, also 250 mal 20. Dann haben wir hier 30 mal 35. Teilschwerpunkt liegt hier bei 35 halbe, also 17,5. Können wir also rechnen, 30 mal 35 mal 17,5. Und im Nenner einfach die Fläche 30 mal 35 und dann bekommen wir einen Schwerpunkt bei 40,23 cm. Also Gesamtschwerpunkt liegt von der Unterkante entfernt hier bei 40,23 cm. Gut, dann berechnen wir das Flächenträgermoment, also Iy
Erstmal die Eigenflächenträgersumme ist immer 250 mal h hoch 3 Zwölftel, also 20 hoch 3 Zwölftel und plus b 30 mal 35 hoch 3 durch 12. Dann kommen noch die Steineranteile dazu. Dafür brauchen wir erstmal die Fläche, das ist 250 mal 20. Und jetzt brauchen wir den Abstand des Teilschwerpunktes zum Gesamtschwerpunkt, also 45 minus 40,23, dann haben wir den Abstand. Und dann quadrieren wir das Ganze. Ja, also mal 45 minus 40,23 zum Quadrat. Dann noch die zweite Fläche, 30 mal 35. Hier ist der Abstand vom Gesamtschwerpunkt zum Teilschwerpunkt einfach 40,23 minus die 17,5. Und das auch wieder zum Quadrat. Gut, dann haben wir ein y von 930.104 cm hoch 4. Ja, damit können wir dann das Widerstandsmoment bestimmen, einfach y durch z. Also 930.104 durch 40,23. Und dann kommen wir auf 23.120 cm hoch 3. In Meter einfach mal 10 hoch minus 6, also 0,02312 Meter hoch 3. Ja, damit können wir das Rissmoment bestimmen, MCR, einfach FCTM mal WC. Ja, FCTM finden wir im Skript Massivbau 1 für den gegebenen Beton C2025 haben wir 2,2. Okay, also 2,2 mal das Widerstandsmoment von 0,02312, kommen wir auf ein Rissmoment von 0,0509 Kilonewtonmeter. Das vergleichen wir mit dem einwirkenden Moment infolge der seltenen Einwirkungskombination. Da haben wir gerade 165 Kilonewtonmeter bestimmt, also 0,165 Meganewtonmeter. Das hier sind natürlich auch Meganewton, nicht Kilonewton. Und damit reißt der Querschnitt auf. Ne? Querschnitt reißt, die Einwirkung ist größer als der Widerstand. Ja, dann kommen wir schon zum dritten Aufgabenteil. Ermittlung der Druckzonenhöhe und der Stahlspannung. Für die Druckzonenhöhe gilt für einen Rechteckquerschnitt ohne Druckbewehrung. Die Formel für Zeta hier sollen wir verwenden. Fangen wir auch direkt mit der Druckzonenhöhe an. Also Druckzonenhöhe dafür rechnen wir Alpha E, Verhältnis der E-Module, also E-Modul Stahl zu E-Modul Beton, 200.000 durch E-Modul für den gegebenen Beton. Wir haben hier C2025, da haben wir ein E-Modul von 30.000, also 20 Drittel, das sind 6,67. Ja, dann Rho, A ist 1 durch B mal D. Laut Aufgabenstellung haben wir hier 5 Durchmesser 16. Gucken wir nochmal Skript Massivbau 1, Anzahl der Stäbe. 5 Durchmesser 16 haben wir 10,05 Quadratzentimeter. Also 10,05. Durch B, wir gehen davon aus, dass die Nulllinie in der Platte liegt, also 250 mal statische Höhe D ist auch gegeben, hier mit 50 cm. Also mal 50, schreiben wir noch dazu, Annahme, Nulllinie in Platte. Okay, hier kommt raus 0,804 Promille, schreiben wir auch hier noch zu, das sind 5 Durchmesser 16. Ja, dann Alpha E mal Rho, das ist ja der Eingangswert für die Ermittlung der Druckzonenhöhe.
Also 6,67 mal 0,00804, 0,804 hier durch 1000 haben wir 0,00536. Und die 0,00536, die setzen wir jetzt hier für Alpha E mal Rho 3 mal ein und können die Druckzone X zu D bestimmen. Also X zu D ist dann minus 0,00536 plus Wurzel 0,00536 zum Quadrat plus 2 mal 0,00536. Kommt raus 0,0983. Ja, dann haben wir x. X mal d, also 0,0983 mal statische Höhe 50 cm, kommen wir auf 4,912 cm, 92 cm. Das ist kleiner als 20 cm, ist die Höhe der Platte, also Nulllinie. Und Platte sowie angenommen, also alles in Ordnung. Gut, das war die Druckzonenhöhe. Dann bestimmen wir jetzt die Stahlspannung. Stahlspannung. Ja, Hebelarm der inneren Kräfte können wir ja so einfach berechnen mit d minus x Drittel, weil wir von einer linearen Verteilung der Spannung ausgehen. Ja, wir gehen ja jetzt hier davon aus, dass wir eine Dreieck haben und da liegt es halt hier im Drittelspunkt. Ne? Deswegen können wir einfach hier x Drittel von d abziehen, um den Hebelarm der inneren Kräfte zu bekommen. Hier liegt die Bewährung. Ne? Das z ist einfach d minus x Drittel. Also statische Höhe 50 cm minus x 4,92 Drittel sind wir bei 48,3 36 cm. Und damit können wir die Spannung bestimmen. Das ist einfach MED per. Wir gucken jetzt unter der quasi ständigen Belastungssituation, wie groß ist die Spannung durch Z mal AS1. Also MED per, da hatten wir ausgerechnet 113,925 kN. In Meganewton runden wir auf 0,114 Meganewton Meter. Durch Z 0,84836 Meter mal AS1, das hatten wir gerade schon ausgelesen, mit 10,05, also mal 10,05 zum Umrechnen mal 10 hoch minus 4, kommen wir auf eine Spannung von 234,6 Newton pro Quadratmillimeter. Das war Aufgabenteil 3. Druckzonenhöhe und Stahlspannung ermitteln. Dann kommt Aufgabenteil 4, direkte Berechnung der Rissbreite infolge der angegebenen Belastung und Überprüfung deren Zulässigkeit. Für die Berechnung von HC effektiv siehe die Anlage, die hier gegeben ist. Ja. Also 1.4, direkte Berechnung der Rissbreite. Wir prüfen als erstes, ob es sich hier um ein dickes oder dünnes Bauteil handelt. Dickes oder dünnes Bauteil. Dafür vergleichen wir H mit D1. H ist hier 55 cm, ne, ist ja hier in Summe 55 cm. D1. Wenn d 50 cm ist, dann ist die 1 5 cm, also haben wir hier 55 durch 5. Das sind 11, das ist größer als 10 und damit liegt ein dickes Bauteil vor. Wenn wir ein dickes Bauteil haben, dann nehmen wir nicht die 2,5 als Eingangswert, sondern wir können jetzt hier für 11 reingehen und den Wert ablesen. Ne? Und dafür interpolieren wir hier zwischen die 2,5 und 5. Ne? 10, 60 ist das ja hier. Dann haben wir da stehen 5 minus 2,5 durch 60 minus 10 mal
11 minus 10 und das plus 2,5 kommen wir auf 2,55. Okay, damit können wir dann HC-effektiv bestimmen. HC-effektiv ist das Minimum von 2,55, das was wir jetzt gerade ausgerechnet haben, mal D1, also 2,55 mal 5. Das sind 12,75 cm. Und verglichen mit H minus X Drittel. H ist hier 55. X schreiben wir nochmal hier hinter. X ist die Druckzonenhöhe. Druckzonenhöhe im Zustand 1. Und das entspricht Z oben. Wir haben eine Höhe von 55 cm. Wir haben ein Z unten berechnet, hier von 40,23 cm. Das heißt, 14,77 cm ist Z oben. Also ist das unser X. Und wir kommen hier auf 13,4 cm. Damit ist hier die 12,75 cm der kleinere Wert und damit maßgebend. Ja, damit können wir dann HC-effektiv bestimmen. Das ist einfach die ermittelte Höhe HC-effektiv mal die Breite. Also 12,75 mal die Breite BW, hier 30 cm. Also mal 30 kommt raus 382,5 cm. Damit können wir dann Rho-effektiv ermitteln. Rho-effektiv ist AS1 durch HC-effektiv, also 10,05. Das ist das AS1, das hatten wir vorhin schon hier zweimal verwendet, 5 Durchmesser 16, durch die 382,5. Dann kommen wir hier auf 0,0263. Das entspricht 2,63%. Damit können wir dann den maximalen Rissabstand bestimmen. Maximaler Rissabstand SR Max. Einmal für das abgeschlossene Rissbild. Durchmesser durch 3,6 mal Rho effektiv. Das ist für das abgeschlossene Rissbild. Abgeschlossenes Rissbild. Und das muss kleiner sein als Durchmesser S mal Sigma S durch 3,6 mal FCT effektiv. Das ist für den Einzelrisszustand. Okay, also SR Max ist gleich Durchmesser 5 Durchmesser 16, also 16 durch 3,6 mal Rho effektiv. Also hier 0,0263, kommen wir auf 169,0 mm, kleiner als Durchmesser, also 16 mal Sigma S. Stahlspannung haben wir hier mit 234,6 ermittelt, also mal 234,6. Das durch 3,6 mal FCT effektiv, FCT effektiv entspricht FCTM. Also das hatten wir gerade schon mal ausgelesen. Das waren 2,2, also hier mal 2,2 sind 473,9 mm. Also maßgebend hier die 169. Und dann brauchen wir noch die mittlere Dehnungsdifferenz. Mittlere Dehnungsdifferenz. Auch hier wieder für den Einzelrisszustand und für das abgeschlossene Rissbild. Das ist Sigma S minus 0,4 mal FCT effektiv durch Rho effektiv mal 1 plus Alpha E mal Rho effektiv. Das Ganze durch das E-Modul ES. Das ist das abgeschlossene Rissbild. Und für den Einzelrisszustand haben wir 0,6 mal Sigma S durch ES. Ja, das ist der
Einzelzustand. Gut, dann Epsilon SM minus Epsilon CM ist gleich Sigma S 234,6 die Stahlspannung minus 0,4 FCT-Effektiv immer noch 2,2. Ruheffektiv hatten wir hier mit 0,0263 bestimmt. Dann mal 1 plus Alpha E. Das haben wir hier schon am Anfang bestimmt, das sind 6,67. Mal Ruheffektiv, also mal 0,0263. Das Ganze durch 200.000. Kommt raus 0,00098. Und das muss größer sein als 0,6 mal Sigma S, also 234,6 durch das E-Modul 200.000 sind 0,0007. Der Wert hier ist größer, also ist der maßgebend. Und dann können wir die Rissbreite damit ermitteln. Rissbreite BK einfach SM Max mal die mittlere Dehnungsdifferenz, also mal Epsilon SM minus Epsilon CM. Da hatten wir gerade bestimmt 169, also 169,0 mal 0,00098. Kommt raus 0,166 mm. Und damit haben wir einen zulässigen Wert, haben wir von, wir haben hier laut Aufgabenstellung XC1, XC1 haben wir 0,4. Also zulässige Rissbreite 0,4 mm, größer als die vorhandene Rissbreite, also okay.